Guten Tag, Leute. Ich dachte mir, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um meine Falten vorzustellen. Ihr könnt sie jetzt auch richtig erkennen. Ich wollte mich kurz noch einmal vorstellen, richtig mit Video und meine Geschichte erzählen, wie ich zum Pfeifenrauchen gekommen bin. Alles ist angefangen, als ich 10 oder 12 war, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Ich habe Bücher von Helmut Hochrein im Regal gefunden und verschlungen. Und was soll ich sagen, Helmut Hochrein kann in dieser Beziehung einfach sehr gut schreiben und er hat mich zum Pfeiferauchen verführt. Okay, ich habe allerdings das dann so lange aufgeschoben, bis ich das entsprechende Alter hatte. In der Hinsicht war ich gut erzogen. Zwischendurch einmal habe ich eine Zigarillo geraucht, die mir mein Onkel geschenkt hat. Die wurde mir geschenkt, weil man dachte, man könnte mir den Wunsch dadurch damit austreiben. Und als ich dann tatsächlich 16 war, muss ich zugeben, war das irgendwie in Vergessenheit geraten. So die erste Euphorie oder so vorbei. Und es ist mir dann wieder eingefallen, irgendwann als ich 18 war, eines Nachmittags, fahren wir doch einfach mal nach Pfeifenpolner und gucken, was wir dort so im Regal finden und ob wir vielleicht gleich eine Pfeife mitnehmen. Okay, das habe ich dann gemacht. Da habe ich dieses gute Stück hier erworben, meine erste Pfeife, eine Big Ben aus einem Anfängerset zusammen mit drei Pfeifenputzern, zwei Filtern und einem Stopfer, wie die halt so angeboten werden. Dazu hatte ich eine Mixture von, wer ist der Verein hier gerade nochmal? John Elsbury. Allerdings nicht die, die ich jetzt, sondern die 666, die wird ja für Anfänger empfohlen, hatte ich mir vorher so durchgelesen. Mir war klar, Vanilletabak ist eher nicht so meins. Also fange ich vielleicht mit dem an, der wurde auch für Anfänger empfohlen. Heute, aus der heutigen Sicht, würde ich sagen, so wie das hier ja auch ganz oft im Internet kursiert, hört bloß nicht drauf, was in den Prospekten steht, was als Anfängertabak beschrieben oder empfohlen wird. In der Regel passt das nicht. Informiert euch eher so ein bisschen über die Richtungen von Tabak, die es gibt und überlegt, was ihr euch vorstellen könntet am ehesten und überlegt dann einfach oder probiert da einfach jede Richtung einmal aus, ruhig schon am Anfang, dann kann man das besser einschätzen, wenn man es ausprobiert hat. Okay, ich habe den Geschmack damals als Pfeffer empfunden und beschrieben, aus heutiger Sicht muss ich sagen, wahrscheinlich habe ich ihn einfach etwas zu heiß geraucht. Wofür er auch sehr anfällig sein soll, soll eben gerade kein Anfängertabak sein, laut den ganzen Pfeifenforen, wie es so im Internet gibt. So, dann eine Woche später habe ich mich wieder nach Pollner begeben und habe dieses Stück hier gekauft, meine absolute gehasste Pfeife. Ich kann sie einfach nicht ausstehen, ich hasse sie wie die Pest. Es fing schon im Laden an, dass ich sie nicht mochte. Ich weiß gar nicht, im Grunde weiß ich nicht, warum ich sie gekauft habe. Der einzige Grund war quasi damals, dass ich mir gedacht habe, du möchtest noch eine andere Marke ausprobieren. Da dachte ich mir, kaufst du diese Faun. Hatte im Internet so viel Schlechtes über Faunpfeifen gelesen. Meine absolut gehasste Pfeife, ganz oft zu heiß geraucht. Ganz viele verschiedene Tabake drin ausprobiert. Ja, meine Probier- und Ausprobierpfeife absolut verhasst. Dann ging es weiter. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie lange Zeit dazwischen lag, dass ich mir dieses Stück hier gekauft habe. Ich dachte, jetzt muss auch mal eine sein, die nicht in einem Anfängerset ist. Da habe ich mir diese gekauft, eine gerade Pfeife von Sir John, auch aus diesem John Elsbury Katalog. Ausschlaggebend war anfangs der Preis und ja,
Ich war dann gut mit zufrieden. Und so kam es, dass ich mir dachte, du hast jetzt drei gerade Pfeifen. Jetzt muss es auch noch eine gebogene sein. Nimmst du doch eine von John Aylesbury mit. Habe ich die hier genommen. Allerdings, weil ich mit meiner ersten Pfeife so zufrieden war, wahrscheinlich auch ein bisschen Anfängerzufriedenheit, dann habe ich die hier auch gleich mitgenommen, damit ich noch eine gebogene habe. Dachte ich mir, jetzt probierst du doch mal die gebogenen aus. Hatte ich also diese zwei Exemplare besorgt, hatte ich dann auch noch zwei gebogene Pfeifen. Hab dann allerdings relativ schnell gemerkt, ist nicht so mein Fall. Ganz kompliziert mit dem Putzen und hast du nicht gesehen. Die Geraden gefielen mir einfach besser. So, dann habe ich als nächstes die hier gekauft. Ist jetzt halb gebogen. Vom Putzen geht die auch. Dann habe ich noch die hier gekauft und die hier. Es war einfach so, ich stand im Laden und konnte mich nicht entscheiden. Auch eine ganz schlimme Sache. Waren dann auch die letzten drei Pfeifen, die ich gekauft habe. Okay. Jetzt kurz noch ein bisschen was zur Geschichte der Pfeifen. Also ja, die hier habe ich gekauft, weil ich eine gute Pfeife für meine naturbelassenen, nicht Latakia-Tabake haben wollte, quasi eine Virginia-Pfeife. Ich kann das ja vielleicht noch mal kurz erläutern. Gehen wir noch mal schnell zurück. Die hier, naturbelassene Tabake und Aromaten. Diese hier ebenfalls, von naturbelassen bis Hocharomaten. Aber natürlich, wie ich schon gesagt habe, da war, glaube ich, sogar schon mal ein Latakia drin. Also alles Mögliche. Die hier für den Latakia zwischendurch. Da rauche ich ganz besonders gern drin. Diesen Tabak hier, die Hausmischung von Polner, die 69. Das passte einfach von dem Schnittbild des Tabaks besonders gut und von der Pfeifenkopfgröße. Die ist so klein, also 25 Minuten der Pfeife. Das ist ja dann schon eben für zwischendurch. Die hier, da habe ich, ach ja, jetzt fällt mir das wieder ein, wie das war. Da rauche ich vor allem die hier drin. Das war mein Knick. Ja, es war nämlich folgendes. Diese beiden waren meine beiden Anfängerpfeifen. Ich war da nicht so besonders zufrieden damit oder es ist in Vergessenheit geraten. Hauptsächlich, weil ich durch die Anfängertabake und so auf der Spur war, mich nicht an Latakia-Tabak herangetraut zu haben, nicht an die englischen Mischungen. Als ich dann diesen Tabak geschenkt bekommen habe und den auch ausprobiert habe und damit so zufrieden war und ich dann gehört habe, da ist fast nur Latakia drin. Ich weiß allerdings nicht, es geistert das Gerücht rum, die haben die Rezeptur verändert. Also kauft ihr nicht, wahrscheinlich werdet ihr enttäuscht. So sind die ganzen Meinungen im Internet darüber, weil die Rezeptur verändert wurde, seit das irgendwie verkauft wurde. Dann, als ich nämlich so zufrieden war, hatte ich mir die hier geholt. Darum, ich war nämlich gerade am Überlegen, da war doch eine ganze Zeit lang dazwischen. Die hier meine ich und die hier hätte ich dann geholt zusammen, weil
ich nämlich wieder anfangen wollte mit dem Pfeife rauchen. Und ja, so kam dann auch ein Virginia Flake dazu. Der Virginia Flake, den ich von einem Freund gestopft hatte, war quasi der Anstoß, wieder anzufangen. Und dann hatte ich über ein Forum noch diese Dose hier geschenkt bekommen und so hat sich das dann irgendwie wieder entwickelt, dass die anderen Pfeifen dann dazu kamen. Und danach war es dann wieder, war aus gesundheitlichen Gründen. Ich habe immer extreme Probleme damit. Ich weiß selbst nicht genau. Ich bin jetzt sogar leicht erkältet wieder, und bin deswegen wirklich am Überlegen, ob ich da die Wette wirklich einlösen sollte, weil bei mir geht das extrem auf den Hals mit der ganzen Raucherei. Und ich habe jetzt eine Woche Urlaub, das muss vielleicht nicht unbedingt sein. So, ziehen Wolken auf. Nee. Ich denke mal, mit dem Licht kommt die Kamera klar. Sonst bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei der Geschichte der Pfeifen. Dies hier, wie gesagt, Latakia-Pfeife. 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 Hier dann eine für Virginia-Tabake, wo drin ich dann auch Virginia Perique schon mal geraucht habe. Allerdings war das nur eine Probe und kurz danach bin ich auch aufgehört zu rauchen, aber hat mir gut gefallen, Virginia mit Perique. Okay, dann habe ich noch die hier auch für Virginia nicht, für Latakia-Tabake. Und die hier ebenso. Man könnte vermuten bei dem Kopf, dass er etwas eine Sorte von den kürzeren Pfeifen ist. Kommt allerdings nicht ganz hin. So 40 Minuten, dreiviertel Stunde muss man einplanen. Ja, dass ich die drei auf einmal gekauft habe, war eigentlich so, weil ich mich nicht entscheiden konnte und genug Geld mit hatte. Ja. Kommen wir jetzt zu den Tabaken. Ich habe ja ein paar Dosen, ihr habt es ja schon im Vorspann auch gesehen. Ja, erstmal vielleicht meine drei Lieblinge vorstellen. So, also das hier ist der absolute Hit. Der wird ja auch immer im Foren empfohlen. Ich glaube, war früher so ein Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Aber die Own Mixture von John Elsberry für die Freunde des starken Latakia-Genusses absolut empfehlenswert. So, dann habe ich hier die Krüvel Nummer 59. Wenn mich nicht alles täuscht, ihr könnt vielleicht im Internet nochmal nachgucken, ist das ein Virginia. Und zwar mein Ersatz für Virginia von McBaren, Virginia Number One. Und zwar ist es beim Virginia Number One so, dass ich da das Problem hatte, dass der andauernd gezickt hat. Der war zwar ganz in Ordnung, aber jede zweite Pfeife ungefähr viel zu heiß geraucht, konnte man nicht richtig regulieren. Das hier war ein guter Ersatz. Ja. Luxury Flake. Ich fand früher die Verpackung immer schön, jetzt auch nicht mehr. Ich habe ihn gekauft, ich war enttäuscht. Ich kenne keinen langweiligeren Tabak. Muss ich ganz klar dazu sagen. Navy Flake mit dem ganz typischen Honigaroma von Cavendish ist nicht mein Fall, aber wem es gefällt. Es gibt wahrscheinlich günstigere Cavendish, aber ist auch ganz nett, brennt ganz nett. Einmal anzünden, brennt bis unten durch. Nette Sache.
unkompliziert und Cavendish-Genuss, wem das gefällt. Ja, den hier fragt mich nicht. Der Tabakhändler ist schuld, dass ich den geholt habe. Das war nicht mein Fall. Der hier war, meine ich, ganz in Ordnung eine Zeit lang. Danach kam bei mir der Verdacht auf, der könnte aromatisiert sein. Und er irgendwie war da so etwas, was mir nicht so ganz gefiel im Geschmack. Was ich dann als störend empfunden habe. Und das hier habe ich schon gesagt, der Night Cape von Dunhill. Ganz viele Dunhill-Tabake, sagt man, sind nicht mehr das, was sie früher waren, also könnte es vergessen. Würde ich als Ersatz auch wieder auf meinen Mixer und Mixer hier verweisen. Dann, obwohl ja, meine Nummer 3 fehlt. Meine Nummer 3 wäre theoretisch der hier, allerdings würde ich euch Folgendes empfehlen. Es gibt da auch einen, aber ich habe die Nummer nicht. Ich würde euch empfehlen, anstatt den hier zu rauchen, weil der ist sehr teuer. Und der Early Morning Pipe von Dunhill. Und es gibt so viele Ersatztabake. Fragt euren Tabakhändler einfach nach einer Hausmischung auf Virginia-Basis mit einer leichten Einstreuung von Latakia. Das ist nämlich ein sehr leichter Tabak. Und ich habe damit gute Erfahrung gemacht, einfach Hausmischungen durch Hausmischungen diesen hier zu ersetzen, die einen hohen Anteil an Virginia haben und eine leichte Einstreuung von, eine Prise von Latakia. So, dann, den hier hatte ich schon erwähnt, ist ein Latakia. Ist ganz angenehm, ein englischer Tabak, angenehm. Wenn es einem gefällt, wie gesagt. So, das hier, oh, schlimmes Experiment, Hocharomat, ist nicht meine Welt. Wie heißt der? Ich glaube, Son of Kentucky, irgendwie so ähnlich. John Aylesbury, er erkennt die Sonne ja bestimmt sofort weiter. Son of Jamaica oder so ähnlich. Son of Kentucky. Und ja, dann sind die Tabake alle durch, die hier liegen. Nee, den habe ich schon gesagt, oder? Ja. So, ansonsten generell ist meine Richtung Englisch bis naturbelassen. Oder naturnah. Was sagt ihr nochmal? Da gab es doch mal irgendwann diesen Streit. Okay. Dann habe ich mich jetzt vorgestellt. Eventuell kommt noch ein Video, wie ich meine Wette einlöse. Muss ich überlegen, wie es mein Hals geht und ob ich das möchte. Als ich sie ausgepackt hatte, hatte ich große Lust. Als ich eben denjenigen, mit dem ich gewettet habe, gesehen und begrüßt habe und er mir gesagt hat, dass er das Rauchen aufgeben wollte dieses Jahr und ich soll ihn damit jetzt bloß nicht nerven, fing ich wieder ein bisschen an zu zweifeln. Ich weiß es noch nicht genau. Wir werden schauen. Ich brauche es nicht unbedingt. Und da bin ich ganz froh drüber, dass ich das selbst entscheiden kann und da nicht süchtig bin. Ich denke mal, das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Auf der anderen Seite passiert das ja Pfeifenrauchern auch selten. Allen dem nach, was man so hört. Wobei ich das nicht ausschließen möchte völlig. Gut, dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Tschüss!